Moin moin, liebe Freunde. Wenn ihr genau hinguckt, dann erkennt ihr wahrscheinlich den Schweiß auf meiner Stirn. Der kommt heute mal nicht vom Indoor-Radfahren, sondern vom Outdoor-Laufen. Ich bin gerade vom Büro nach Haus gelaufen. Meine Familie ist irgendwie noch on Tour. Und so habe ich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, den Heimweg mit einem schönen Training verbunden, meine knapp 16 Kilometer. Und weil ich schwitze, freue ich mich jetzt so langsam, dass doch sowas wie ein Hauch von Sommer hier in der Luft ist. Es war ja doch ein bisschen sehr fies zwischendurch mal wieder hier, aber die nächsten Tage soll es eigentlich ganz gut werden. Und das passt auch. Ich habe jetzt heute am Donnerstagabend 7 Stunden Training stehen diese Woche. Das ist so viel, wie ich sonst in der ganzen Woche schaffe. Das heißt, am Wochenende kommt nochmal ordentlich was drauf. Ich habe ja angedeutet, das wird mein Mini-Trainingslager. Ich plane morgen Abend Radintervalle zu fahren und dann am Samstag eine richtig schöne lange Tour, wo auch immer ich sie mache, das weiß ich noch nicht ganz genau. Und am Sonntag dann nochmal so ein bisschen halblang und ja, da müsste ich eigentlich meine 15 Stunden plus ganz gut voll bekommen. Das tut ganz gut. Ich habe auch ein bisschen verloren auf der Waage. Ja, das kommt so automatisch dann immer, wenn die Umfänge steigen bei mir. So, dass es so langsam in die richtige Richtung geht, in den noch 6,5 Wochen, die es ja auch nur noch sind. Ja, mir macht es viel Spaß. Ich war diese Woche schon 2-mal schwimmen. Ja, also an alle, die geglaubt haben, ich werde in Rot schon am Schwimm-Cut-Off scheitern. Es geht voran. Es war zwar nicht mein Lieblingsprogramm, am Montag ging es nur um Delfin, gestern nur um Rücken. Das ist meine absolute Antilage und wo ich jetzt ein Jahr kaum im Wasser war, ist dann natürlich auch meine Technik nicht besser geworden. Der Trainer wollte aber, dass ich gute Technik schwimme. Von daher war es gestern etwas frustrant, aber irgendwas wird es trotzdem gebracht haben. Ich freue mich ehrlich gesagt auf die Zeit, wo die Freibäder aufhaben oder man auch mal in den See springen kann und mal ein schönes Langstreckenprogramm da stattfinden kann. Ja, von daher, es geht voran, es geht bergauf. Ich freue mich aufs Wochenende. Morgen ist noch ein mittellanger Arbeitstag. Und ich werde auch am Wochenende so ein bisschen was nebenbei tun. Es gibt viele neue Sachen. Lasst euch überraschen. Und ja, natürlich auch die Familie nicht zu kurz kommen lassen. Da haben wir so ein paar Ideen, wie sich das wunderbar integrieren lässt am Wochenende. Lange Umfänge sind immer schwierig, aber man muss ja nicht erst um 11 Uhr morgens anfangen. Gut, so viel von hier. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend. Bis bald. Ciao, ciao. Achso, und denkt dran, Mittwochabend laufen wir zusammen mit Andreas Rehlert. Mittwoch, 18 Uhr. Ich bin gestern noch gefragt worden, wo genau das Ganze stattfindet. In Hamburg kennt man das Alster Cliff. Das ist vielleicht ein bisschen geläufiger als der Parkplatz am Pferdamm, wo wir uns treffen wollen. Mittwochabend, 18 Uhr, Alster Cliff. Andreas Rehlert ist da, ich bin da und ich hoffe, ganz viele von euch ebenfalls. Ciao, ciao.